denn reden? Ja, also ich bin ja Deutschland. Ja. Und ich habe ja schon so Argumente vorgebracht und so weiter. Du kannst es dir überlegen oder auch ablehnen natürlich, aber ich würde sogar ein Bündnis vorschlagen. Ein Bündnis? Ja. Dann hätten wir diese feine Stimmung zwischen uns hätten wir gekippt und wir müssten uns nicht befürchten, dass wir uns irgendwie gegenseitig eins auswischen würden. Wir könnten uns gegenseitig unterstützen. Wie du schon sagtest, als Zeichen des guten Willens, weil wir ja auch Konflikte hatten in der Vergangenheit, finde ich ein Bündnis sehr... sehr gut zwischen uns, ja. Da irgendwie sind wir bei einigen Bereichen einfach komplett übergangen worden und genau. Ich weiß nicht, es macht da einfach keinen Sinn, sich da jetzt gegenseitig um ein paar Krümel zu streiten oder was auch immer, ja. Über die besten Armeen, das ist Schwachsinn meiner Meinung nach. Genau. Deswegen finde ich das sehr begrüßenswert, wenn du da, sag ich mal, die rationale Entscheidung triffst und sehr dann schön. Sind vergangene Feindlichkeiten vergessen. Genau, wir können ja mal auch zusammen so ein bisschen beobachten, was in der Welt so passiert und vielleicht können wir dann zu zweit dann ja auch mehr Einfluss drauf nehmen, weil zu zweit sind wir natürlich immens stark, ne? Hat unser Wort mehr Gewicht, als wenn ihr da sein eigenes Ding dreht. Let's go, schön. Es geht weiter. Unsere Multiplayer-Runde, Teil 2. Ich habe noch kein Opium. Wollen wir denn versuchen, dann hier weiter Land zu erobern? Und zwar, wie wäre es mit Tunis, wenn wir das zur Marionette machen? Protektorat. Ah, nein, das Osmanische Reich besitzt das. Deutschland hat gesagt, dass es völlig in Ordnung ist, wenn ich das hier erobere. Wie gesagt, hier hätten wir Opium. Das wäre schon mal auch ganz wichtig. Fangen wir mal an. Ja. Stadt erobern wollen wir. Ja, wir wollen das schnellstmöglichst durchführen. Ostmali ist das. Und das hier da oben. Bataillone. Schön. Massina hat kapituliert. Das gehört uns. Ja, und wir haben Opium. Hervorragend. Leute, ich kann meine Soldaten damit... Ah, Moment. Dann haben wir hier erste Hilfe. Deutschland. Unser BIP. Sind wir Platz... da sind wir ein bisschen abgerutscht, ne? Deutschland hat den höchsten BIP, dann Österreich, China. China ist klar. Großbritannien und dann kommen wir. So, die Kolonien werden auch immer größer. Einen schönen guten Tag. Hallo. Ist es okay, wenn ich Luxusmöbel bei dir importiere? 270? Luxusmöbel. Wie viel? 270. Ja, das ist völlig in Ordnung. Viel Spaß mit meinen hochqualitativen Gütern. Okay, dankeschön. Sehr gerne. Wenn du schon da bist. Ja. Ich habe da so ein kleines Problemchen. Und zwar die Region. Du hast ja vielleicht schon festgestellt, dass ich versuche, so ein bisschen Nordafrika, Westafrika so zu vereinen. Und ich sehe Tunis als nächsten Kandidaten an. Ist Tunis? Hat dich als Protektorat. Wäre es denn für dich im Gegenzug okay, wenn ich Tunis dann eingliedere in mein Land? Solange ich Tripolitanien behalten darf. Okay. Deal. Nichts im Weg. Dann können wir ja auch Tunis erobern. Das Osmanische Reich hat gesagt, das ist für ihn in Ordnung. Ach, Großbritannien hat sich gegen mich gestellt und gegen uns sozusagen. Du wolltest was erobern? Kannst du mich kurz abholen? Venezuela. Also ich würde einfach in Venezuela einmarschieren und dann haben wir den Krieg eh gewonnen. Ja, du, ich unterstütze dich da aber auch gerne. Ja, vielen Dank. Ich versuche so schnell wie möglich zu erobern und dann wird das durchgehen. Ich kann zumindest meine Konvois schon mal rausschicken, dass wenn Großbritannien deine Handelsrouten angreift, ich dagegen kontere, ne? Das kann ich ja zumindest mal machen. Ja, das wäre super, ja. Ja, können wir gerne machen. Und zwar... ist mir aufgefallen, dass es ein Stück Land gibt bei dir, in dem die Mehrzahl der Bevölkerung französisch ist. 61%, stell dir das mal vor. Die Mehrheit... Ja, die wollen alle italienisch werden, haben sie gesagt. Die haben sie in aller Mainbürgern gerade. Ah, die sind ja schon lange da drin und die sind ja immer noch nicht italienisch geworden nach 20, 30 Jahren. Also ich glaube nicht, dass die das wollen. Ich würde mich freuen, wenn du dieses Stück Land freiwillig abgibst und mir überträgst. Und zwar das, und zwar Savoy. Ja, was kriege ich dafür? Du kriegst dafür ein nettes Dankeschön und ein Versprechen von mir, dass die nächsten Jahre wir auch friedlich miteinander koexistieren können. Das ist ein sehr mickriges Angebot, finde ich. Oh, finde ich nicht. Ich finde, wir tun da beide was Gutes sogar für die Bevölkerung, für die Menschen in diesem Land.
Also erstmal, also einfach so übergeben, nein. Ich könnte mich natürlich dazu überreden lassen, dir das Stück Land zu übergeben, wenn du mich in zukünftigen Kriegen mit dem Kriegsziel, meine Bevölkerung in mein Land zurückzuholen, unterstützen würdest. Aha, und das wäre? Naja, es gibt ein paar Länder, die aktuell in einem, in einem komisch regierten Land sitzen und die eigentlich zum italienischen Raum gehören. Ja. Die natürlich alle wieder gerne zurück möchten in mein Land. Also wenn ich natürlich da so eine Zusicherung bekomme, dass ich da unterstützt werde von Frankreich, natürlich inklusive gerne des Verbündeten, dürfen sie natürlich gerne mitbringen, könnte ich mich dazu überreden lassen, Savoy friedlich abzugeben. Wenn ich Nein sage? Wenn ich dich da nicht unterstützen will? Lüge. Müssen wir wahrscheinlich Krieg führen. Dann müssten wir Krieg führen. Dir ist schon klar, wie mächtig ich bin und was für mächtige Freunde ich um mich herum habe. Spanien, Deutschland. Ja, die Frage ist, ob du für die wenigen Pops, die es da in diesem kleinen Savoy gibt aktuell, einen großen Krieg anzetteln willst, wo beide Seiten Verluste ertragen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, aktuell würde das mehr dir schaden als mir tatsächlich. Du hast schon recht. Natürlich wird das kostspielig sein. Krieg ist immer kostspielig. Du hast wahrscheinlich etwas übersehen. Und zwar die Straße von Gibraltar. Die wird von uns kontrolliert, von Spanien und mir. Und wenn du es zulässt, dass Krieg stattfinden wird, wenn du es mir nicht freiwillig übergibst, dieses Stück Land Savoy, dann werden wir einfach hier eine Sperre machen und es kommen keine Güter mehr rein in dein Land. Das heißt, die ganzen Produktionsketten werden bei dir einbrechen und deine ganze Wirtschaft und du wirst leiden, wie du noch nie gelitten hast. Okay, dann ich übergebe das Land friedlich, weil ein Krieg sinnlos ist. Ich gebe zu bedenken, dass der Franzose hier mit zweierlei Maß misst, was kulturelle Vereinigung angeht. Von daher sind wir dann wohl so verblieben erstmal. Ich glaube, die ersten Kraftwerke haben wir schon, ne? Ja, ich denke schon. Ja, Wollo. Cool, erobert. Russland hat Siam, Chiang Mai. Interessant ist das hier mit China. Es hat sich auch mega gespalten hier. Uigustan, Großmongolei, Tibet, Qing. Aha! Yes. Als wir heute gestartet haben, waren wir auf Platz 5. Jetzt sind wir auf Platz 3, was unser BIP angeht. Hallo, Second? Oh, hallo. Hi. Tja, wie sieht's aus? Also, ich habe jetzt geduldig gewartet, weil es anscheinend ein paar Probleme gab bei dir. Aber ich würde jetzt verlangen, dass du mir Savoy... Vielen Dank. Ich hatte keine Wahl. Hattest du nicht, das stimmt. Ja. Tja, also mein Ziel war es heute ja viel zu expandieren. Ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben Tunis eingenommen, wir haben hier sehr viel eingenommen, da... Wir haben Messina eingenommen. Wir konnten sogar Savoy uns ergattern ohne Krieg. Wir haben auch Öl. Bips, sind wir auf Platz 2. Yes, wir haben Deutschland überholt. Hallo Frankreich. Einen schönen guten Tag, mein Freund aus Deutschland. The time has come. Ja, und zwar, wofür? Es gibt Spannungen mit dem Österreicher. Ich und der Italiener planen eine kleine Offensive gegen ihn. Und ich wollte fragen, du als Verbündeter, ob du da mitmachen würdest, was halt einen kürzeren Krieg zur Folge hätte und so ein bisschen Schadensbegrenzung wäre. Was für ein Ziel habt ihr dabei in diesem Krieg? Der Italiener wollte die Lombardei zurückhaben, erstmal. Also auch noch nicht jetzt alles, sondern erstmal die Lombardei. Und ich hätte gerne mein Bayern wieder, ehrlich gesagt. Oh, du willst dein Bayern wieder? Ja, die deutsche Bevölkerung hat verlaufen lassen, dass das zu schlecht aussieht. Und die Spannung mit dem Österreicher, die. Ich meine, ich sag mal so, das ist halt. Der Österreicher ist so ein bisschen, für meinen Geschmack, ein bisschen zu undiplomatisch gegenüber mir gewesen. Oh. Ich möchte gerne meinen Bundesminister nass machen. Wenn Sie das tun. Kam es zu üblen Beschimpfungen? Nee, soweit noch nicht, aber wir sind ja seit Spielbeginn Rivalen im Endeffekt und bis auf diesen Bayern-Deutschland-Deal gab es keine Besserung, sag ich jetzt mal. Ne? Boah, echt ungern, dass hier noch mehr Kriege geführt werden in Zentraleuropa. Es ist, ich gebe dir eine andere Perspektive, der Österreich-Ungarn ist
mittlerweile wirtschaftlich so enorm stark. Das muss man halt wirklich sagen, falls immer gesagt wird, der Russe hier ist gefährlich, ich bin gefährlich. Also kannst du dir mal anschauen, der Österreich-Ungarn, der, das ist schon nicht ohne. Und ich finde es einfach, wenn man Italien hat, was seine rechtmäßig italienische, sein rechtmäßig italienisches Land wieder haben möchte. Ja. Finde ich das so balance-technisch eigentlich gar nicht mal so blöde irgendwie. Ich bin ja auch das eingegangen, dass ich gesagt habe, okay, das Volk muss dahin gehören, zu der entsprechenden Nation gehören. Das habe ich ja mit Savoy auch gemacht. Ich finde das sehr nachvollziehbar, dass dann Italien das auch fordert, dass seine, die Italiener in Österreich zu ihm gehören. Dann stimme ich dir zu. Ja, ich werde euch unterstützen. Oh, ich Pierre möchte Mont. Mal anmerken, dass der Kriegstreiber von der ersten Session ist der Einzige, der jetzt hier nicht in diesem komischen Konflikt ist, ne? Ja. So viel zum Thema Propaganda. Ja, und Mortis das Land haben möchte, was er mir zugesichert hat am Anfang der ersten Session. Okay, das also ist, England ist jetzt mit reingehopst? Oh mein Gott. Ja. Ja. Jetzt wird's interessant. Großbritannien, ziehst du dich zurück und ich auch? Wenn wir beide rausgehen. Ich gehe raus und dann kannst du dem folgen. Dann lassen wir die beiden im Krieg weiterführen. Für mich ist das hier auch schon sehr, sehr hart an der Grenze. Ja. So, ich habe hier einen Aufstand. Ja, schade. Italien, Deutschland haben es nicht geschafft zu gewinnen. Krass, ne? Großbritannien, Österreich, Ungarn einfach viel zu mächtig. Aber ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Session heute. Ja, das gehört uns nun auch. Eieieiei. Ich denke, wenn wir jetzt noch weiterspielen, dann kommt schon der nächste Konflikt. Da habe ich nämlich schon was im Auge. Was denn für ein Konflikt denn? Ja, Niederlande. Also nächste Woche können wir gleich mal miteinander sprechen hier. Also, dass du hier diese exotische Insel da für dich beansprucht hast, das finde ich schon mal nicht so gut. Da kannst du schon mal überlegen, was eine Ausrede überlegen, eine gute. Welche exotische Insel? Der hat viele. Ja, der hat ziemlich viele. Ach, dieses Geschwür in Papua. Ja, das echt, geht gar nicht. Naja, also nee, aber cool. Ich will nur dazu sagen, die niederländischen Siedler waren vor dem Französischen dort. Ja, sehr gut. Alle miteinander sprechen, alles durcheinander, kann man besser verstehen, ja. Was? Bayern wird immer unter meiner Kontrolle bleiben. Okay. Gut. Ja. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Eine mutige Aussage, aber... Ja. Alles klar. Das hat mal wieder richtig Bock gemacht. Und heute haben wir aber sind wir sehr gut vorangekommen. Ich konnte meinen zweiten Platz weiterhin verteidigen. Papua, diese Insel da in Indonesien, ne, die ihr gesehen habt über Australien, die will ich natürlich auch für mich alleine beanspruchen. Macht keinen Sinn, die mit Niederlande zu teilen, das ist Blödsinn. Also auch schon, ich sehe schon für nächste Woche sehr viel Konfliktpotenzial, mal wieder, sondern wir hatten heute auch den größten Krieg, den wir jemals hatten, ne, in unserer Multiplayer-Runde mit Österreich und Großbritannien gegen Deutschland, Frankreich, Italien. Und ich bin mir sicher, dass Deutschland und Italien super, super sauer und unzufrieden sind, dass sie auch Land verloren haben oder generell was verloren haben. Und die wollen bestimmt wieder was zurückerobern. Ich bin mir sicher, das gibt eine Revanche. Chat, danke nochmal fürs Zuschauen. Danke für den Support. Vielen lieben Dank.